Mit Entsetzen hat die ukrainische Führung auf ein Video von einer mutmaßlichen Erschießung eines Kriegsgefangenen durch russische Soldaten reagiert. Das Video zeigt einen Mann in ukrainischer Uniform, der Ruhm der Ukraine ruft und dann mutmaßlich mit mehreren Schüssen getötet wird. Die Echtheit des Videos ist von unabhängiger Seite bislang nicht überprüfbar. Die Identität des Soldaten, der auf dem Video zu sehen ist, konnte bislang nicht sicher festgestellt werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die mutmaßliche Erschießung des ukrainischen Kriegsgefangenen. Heute ist ein Video aufgetaucht, dazu, wie die Besatzer bestialisch einen Kämpfer töten, der mutig die Worte "Ruhm der Ukraine" sagte, so der Präsident. Er versicherte, dass die Täter gefunden und bestraft würden. Für jedes dieser Kriegsverbrechen wird es eine Strafe geben. Niemand kann sich dieser entziehen, schrieb der Chef des Präsidentenbüros Andrei Yermak auf Telegram. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrei Kostin will die Videoaufnahmen untersuchen, die die mutmaßliche Tötung eines ukrainischen Kriegsgefangenen zeigen sollen. Die Aufnahmen seien möglicherweise ein Beleg für ein Kriegsverbrechen, teilte Kostin in den sozialen Medien mit. Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubines, bezeichnete die gefilmte mutmaßliche Erschießung als Ausdruck von Niedertracht und Gemeinheit. Die Tötung von Gefangenen sei ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen, betonte der 41-Jährige. Er habe das Video seinen internationalen Kollegen als Beleg für ein weiteres Kriegsverbrechen Russlands geschickt. Russland führt seit mehr als einem Jahr Krieg gegen die Ukraine. In der Vergangenheit waren ebenfalls schwer zu überprüfende Videos aufgetaucht, in denen ukrainische Soldaten russische Gefangene erschießen. Russland wirft der Ukraine ebenfalls vor, Kriegsgefangene getötet zu haben. Unabhängig bestätigen ließ sich das bislang nicht.